In diesem Video zeige ich Ihnen, wie die Verkehrsbetriebe in Rom funktionieren und wie Sie am besten Ihre Fahrkarten kaufen können. In Rom haben Sie zwei Möglichkeiten, Fahrkarten zu erwerben. Das eine wäre in den Zeitungsläden, das andere an den Fahrkartenautomaten. Innerhalb Roms ist der Verkehrsbetrieb ATAG für den öffentlichen Nahverkehr zuständig. Das beinhaltet die Metro, den Bus und die Tram. So sieht der Fahrkartenautomat aus und die Bedienung ist auch relativ einfach. Ein normales Ticket kostet Sie 1,50 Euro und lässt Sie für 100 Minuten durch Rom fahren. Ein Tagesticket liegt bei 7 Euro. Sobald Sie das Ticket gekauft haben, können Sie damit zur Ticketkontrolle gehen, das Ticket in den Automaten eingeben, damit Sie die Schranken öffnen und oben wieder an sich nehmen. Für den Regionalverkehr von und nach Rom ist Trenitalia zuständig. Das beinhaltet unter anderem die Fahrten zu den Flughäfen, aber auch Tagesausflüge, zum Beispiel nach Tivoli oder nach Ostia ans Meer. Die Fahrkartenautomaten von Trenitalia befinden sich im Termini im Erdgeschoss in der großen Eingangshalle. Der Kauf der Regionaltickets ist etwas langwieriger, aber trotzdem nicht so kompliziert. Als erstes gehen Sie auf die Sprachauswahl und dann warten Sie einen kleinen Moment. Ticketkauf. Und jetzt können Sie Ihre Zielstation in dem Suchfeld eingeben, bis diese auf dem Display erscheint. Weitere Mitfahrer könnten Sie unten links hinzufügen. Dann gehen Sie auf Weiter und hier können Sie sich jetzt Ihre Wunschverbindung aussuchen. Weiter. Weiter. Kaufen. Und auch hier auf Weiter. Und zum Schluss suchen Sie sich aus, ob Sie mit Karte oder Bar bezahlen möchten. Ihre gekauften Tickets müssen Sie jetzt noch entwerten. Suchen Sie dazu die grünen Automaten auf, führen Sie das Ticket ein und wenn alles gut geklappt hat, dann wird Ihnen oben eine grüne Nachricht angezeigt. Die Ticketkontrolle funktioniert automatisch. Gehen Sie dazu an den Terminal und scannen den QR-Code des Tickets ein, bis die Schranke sich öffnet. Und da haben Sie es, die einfache Art und Weise, wie Sie in Rom Ihre Fahrkarten erwerben können. Ich hoffe, das Video war hilfreich für Sie und Sie konnten Ihren Nutzen daraus ziehen. Falls ja, seien Sie doch so nett und liken das Video und dann hören wir uns im nächsten. Ciao!